Tja, da ist dann noch gerade mal irgendwie das Internet verreckt und damit der Stream abgeschifft. Das ist natürlich hervorragend, gleich in der ersten Folge. Keine Ahnung, vielleicht wird es ja auch die letzte, wer weiß. Oder kann es ja nicht sein, weil das ist ja jetzt schon die zweite. Aber die bauen halt hier in der Gegend und Unity Media, Schrägstrich, Kabel BW machen irgendwie gerade was sie wollen, haben Probleme, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde ich von denen jetzt gerade rücksichtslos mitten im Satz unterbrochen und aus dem Stream gekickt. Sehr schade. Aber gut, da muss man jetzt wohl durch. Also, mitten im Satz unterbrochen worden durch diesen ungewollten Cut. Dann fragen wir doch jetzt endlich mal, was es mit dem Schwert auf sich hat. Es kam mit seinem Besitzer her, vor langer Zeit, vor 25.000 Gongs, um genau zu sein. Vor 70 Jahren in Oberweltzeit. Okay, die Umrechnung mache ich jetzt im Kopf nicht. Vor 25.000 Gongs haben unsere Ahnen hier einen toten Engel und die Leichen seiner Kameraden gefunden. Der Stamm hat sie mit ihren Waffen zur letzten Ruhe gebettet. Aber das flammende Schwert des Engels steckte in einem Fels und niemand konnte es rausziehen. Es brannte, wenn man es berührte, wie echtes Feuer. Also wurde der Fels über das Grab des Engels gelegt. Er müsste hier irgendwo sein. Vielleicht gräbt der Engel sich heraus und sucht das Schwert für uns. Das könnte in diesem heillosen Durcheinander unsere beste Chance sein. Lan, pass auf, was du sagst. Natürlich helfen wir. Danke, ein zusätzliches Paar Augen kann nur helfen. Vier zusätzliche Paare. Mathematik für Anfänger. Vier Leute mal zwei Augen. Das Schwert ist leicht zu erkennen. Es sieht schwertig aus. Oh Gott. Wenn ihr uns helft, führen wir euch im Gegenzug hier raus. Also, auf ans Werk. Zack. Was, wollt ihr das Schwert etwa schnell finden, damit euch die Monster aus dem Untergrund zurück an die Oberfläche führen? Sie ist leicht bissig. Aber gut. Versteckte Gegenstände. Ja, kann man im Prinzip gar nichts machen. Und das läuft wie bei Kingmaker. Man muss halt dran vorbeigehen und hoffen, dass die Werte der eigenen Leute gut genug sind. Und dann entdeckt man was und wenn die Werte nicht gut genug sind, dann läuft man dran vorbei. Schwierigkeitsgrad 12. Oh, das ist jetzt für mich unbedingt ein Anfängerwert, ne? Gut, so ein blöder Ring drin. Ich schätze mal, dass wir das Schwert nicht verfehlen können. Das Follow me. What's that there? Sonst Check that out. wäre das Spiel schon zu Ende. Edelsteine, das ist nur Tinnef zum Verkaufen. Schleifstein kann man vielleicht zum Herstellen benutzen von irgendwas. What do we have here? Noch mehr Schleifsteine. Da gibt es Rubble und hier kann man auch noch mal Stimmungstext aussehen. Museum, ja. Das hatten sie uns ja schon gesagt. Das ist ein Skillcheck. What's that? Now what is that? Ah, das Schwert im Stein. Kenne ich von irgendwoher. Aber das ist wohl das unseres Engels. So. Die Buchepisoden gibt es anscheinend auch. Ein seltsamer Blitz durchzuckt die Dunkelheit und spürt Blut an ihrer Brust. Okay, hier war nicht der gleiche am Werk, der andere Texte übersetzt hat. Die Wunde, die Terendelev geheilt hatte, platzt wieder auf und stößt ein rotes Rinnsal aus. Allerdings ohne Schmerz oder Schwächung. Eine verschwommene Szenerie erscheint.
Eine Höhle. Diese oder eine völlig andere? Valeria spürt, wie ihr Herz schneller schlägt und zahllose Gedanken seinen ihren Geist durchströmen. Gedanken, die augenscheinlich zueinander gehören. Und mein Charakter ist schizophren, sie ist sein und ihr gleichzeitig. Verrat, sie haben mich verraten, in eine Falle gelockt und mir eine Klinge in den Rücken gestoßen. Meine Verbündeten, meine teuren Freunde, meine Schutzbefohlenen, die, für die ich vom Himmel herabgestiegen bin, hinunter in diese turbulente Welt der Sterblichen. Da sind sie, da vorne in der Dunkelheit der Höhle. Worauf warten sie? Haben sie Angst, näher zu kommen? Denken sie, ich werde durch ihre verräterischen Hiebe sterben? Neben mir ein leises Stöhnen. Ein Mädchen mit einem goldenen Zopf liegt auf dem Felsen und drückt ihre Hand auf eine klaffende Wunde. Sie hat sich geweigert, sich den Verrätern anzuschließen und teuer dafür bezahlt. Ich könnte meinen Heil in der Flucht suchen, aber das werde ich nicht. Solange ich noch Kraft habe, muss ich... Valeria erkennt den fremden Ursprung dieser Gedanken, weiß aber auch, dass sie sie irgendwie kontrollieren kann. Versuchen wir es. Das verwundete Mädchen heilen oder die Verräter zornig beschuldigen. Ich denke mal, das sind dann so typische Charakterauswahlmöglichkeiten. Ja gut. Immer die anderen helfen. Ne? Ein Funken heilender Magie erhält die unheimliche und düstere Szene vor Valeria. Das verwundete Mädchen öffnet die Augen und flüstert, Lariel, ihr habt gesagt, alles würde sich bald ändern. Ihr habt gesagt, ihr und die anderen Krieger des Himmels würdet uns auf eine wichtige Mission entsenden, um die Dämonen für alle Zeit aufzuhalten. Ist das wahr? Die fremden Gedanken branden einem reißenden Fluss gleich immer schneller heran. Ein Bild nach dem anderen blitzt auf. Eine Priesterin in einer farbenprächtigen Robe, die in die Sterne blickt. Ein junger Paladin, eine Frau, die ihr leuchtendes Schwert umklammert. Ein majestätischer Engel mit goldenen Flügeln, der in die Ferne blickt. Sein Gesicht ist von einem Helm verhüllt, aber seine Stimme ist laut und klar. Nur wenn ihr gewillt und bereit seid, es gibt kein Zurück. Dann vergeudet eure Kraft nicht damit, mich zu heilen, flüstert das Mädchen. Eure Mission ist wichtiger. Seid ihr auf der Hut. Es ist nah. Dort in der Vision beginnt sich die Dunkelheit in der Höhle zu bewegen. Aus ihren Tiefen erhebt sich etwas Gewaltiges, ein vager Schatten, ein Umriss, ein zum Leben erwachter Albtraum. Der Schatten macht abscheuliche Geräusche, die sich wie glühende Eisenlanzen durch Fleisch und Knochen bohren. Die Verräter fallen in ekstatischer Verehrung vor dem Schatten auf die Knie und das verwundete Mädchen windet sich im Todeskampf. Die klaffende Wunde in der Brust von Valeria brennt glutheiß. In ihrem Schädel pocht ein heftiger Schmerz, aber um wessen Schmerz handelt es sich? Den Schmerz von Lariel, dem Urheber dieser Vision? Oder den Schmerz des ihres unglücklichen Empfängers? Okay. So. Was können wir denn diesmal? Willen. Kriegen wir einen Bonus von 3. Wissen Arcanum, das wäre jetzt die Magier-Variante plus 1. Oder aufgeben, ja, das kommt nicht in Frage. Gescheitert. Super. Die Kraft dieses grauenhaften Angriffs entspringt zwar einer Vision, aber sie ist zu groß, als dass Valeria ihr trotzen könnte. Die lebende Erschöpfung zieht sie zu Boden, ihre Hände zittern. Eine eisige Kälte bohrt sich in ihren Schädel und kriecht langsam ihre Wirbelsäule auf. Der Urheber dieser Vision erlebt etwas Ähnliches. Er ist gebrochen und erschöpft. Ein monströser Schatten taucht aus dem Dunkel der Höhle auf. Er ist nicht real, er existiert nur in dieser seltsamen Vision, diesen Erinnerungen. Doch die Furcht, die er entfesselt, ist mehr als nur real. Züge des Schatten gleichen dem Antlitz des Dämonenherrschers Deskari. In einer gedankenschnellen Bewegung packt das Monster den Mann, den sie Lariel nannten, am Hals. Der törichte Engel windet sich auf dem Fels wie eine Fliege, der man die Flügel ausgerissen hat, verkündet der Schatten. Seine Stimme verändert sich, als er sich bewegt. Sie steigt von einem leisen Flüstern zu einem volltönenden Rufen an, ehe sie zunächst jung und dann alt und brüchig wird. Wo ist eure Göttin, Engel? Wo ist ihr selbstgerechter Herold? Wieso sterbt ihr hier, einsam und weit entfernt vom Licht eures Himmels? Gute Frage. Eine seltsame Ruhe umhüllt die Gedanken des Mannes namens Lariel. Er erkennt, wer vor ihm steht und weiß, dass er sich diesem Feind niemals beugen wird. Das flammende Schwert in seiner Hand erwacht zum Leben, hell und rein, umgeben von vielfarbigen Funken wie ein Sonnenstrahl, der durch Buntglas fällt. Tsching! Die Klinge durchschneidet das Fleisch der dämonischen Kreatur.
Das Monster weicht mit einem Aufschrei zurück und lockert seinen Griff um Lariels Hals. Der Engel sinkt auf den Steinen in sich zusammen, seine Lebenskraft schwindet, doch sein Stolz ist ungebrochen. Er greift nach dem Schwert und stößt es mit letzter Kraft in den Fels. Valeria spürt, dass die Vision schwindet und der Gedankenstrom verebbt wie ein Fluss in der Hitze des Sommers. Das Letzte, was sie hört, ist folgendes. Ihr werdet mich töten, Monster, das weiß ich. Aber eines Tages wird jemand den Weg hierher finden und mein Schwert erheben. Er wird es erheben und... Jo, wieder so eine Charakterfrage. Verbrecher und Verräter zu bestrafen, die Unschuldigen zu retten und zu beschützen. Ja, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Aber nehmen wir doch mal Nummer 2, weil das besser zu meiner ersten Antwort passt. Die Vision verschwindet in einer Explosion von Farben. Valeria hört die letzten Worte nicht, scheint sich den Gedanken aber zu Herzen zu nehmen. Die Worte fliegen von ihren Lippen und mit ihnen noch etwas. Die Hitze, die in der Brust von Valeria loderte, erkaltet. Die Ränder der roten Wunde schließen sich, bis nicht einmal eine Narbe zurückbleibt. Valeria senkt den Blick und sieht das flammende Schwert in ihrer Hand. Oder vielmehr seinen Umriss, die Erinnerung daran, wie das Schwert aussah. Mit einem letzten Aufflackern eines warmen, tröstlichen Lichts verschwindet das Schwert und das Licht wird in ihre Hand gezogen. Sie spürt, dass es zurückkehren wird. Sie muss es nur rufen. Ja. Yeah. Holy Power Charge. So, und die sind jetzt wahrscheinlich total angefixt, weil ich ihr Schwert aufgesogen habe. Hey Valeria, geht es euch gut hier? Ihr habt gerade so geleuchtet. Sela kniet vor dem Licht und betet zu Iomede. Lan sieht dich erstaunt an. Das war es. Das Licht des Himmels. Aber wie? 25 Erfahrung für das Licht des Himmels. Hat wahrscheinlich keine hohe Wattzahl. Vendor runzelt die Stirn. Was habt ihr damit gemacht? Wohin ist es verschwunden? Ich glaube, ich habe die Erinnerung von Lariel gesehen, dem Engel, der hier gestorben ist. Lariel? Das war wirklich Lariel? Der Engel aus den Legenden? Die Ahnen haben sogar seinen Namen auf dem Grabstein richtig geschrieben. Der Häuptling wird begeistert sein. Vendor sieht dich misstrauisch an. Ihr? Tausende von Gongs konnte es niemand berühren. Jetzt kommt ihr, ein gewöhnliches Geschöpf aus Fleisch und Blut wie ihr. Hallo? Guck mich mal an, ich war vorher schon heilig. Nehmt das Schwert und redet von Vision. Aber, Venduak, seid keine so schlechte Verliererin. Lan nickte deine Richtung. Sie ist eindeutig anders als wir. Das Schwert ist vor ihr erschienen, genau wie der Name des Engels und all die anderen Dinge. Weil sie nicht den Makel des Mischvolks in sich trägt. Den Himmel schert es einen Dreck, wie besonders wir sind. Wir wurden mit dem Bösen in uns geboren, mehr muss der Himmel nicht wissen. Du hast irgendwie einen ziemlich düsteren Blick auf dein Volk. Ich weiß, dass ihr bereit seid, jeden in Stücke zu reißen, um die Ehre unseres Volkes zu verteidigen, aber ihr und Sul, ihr verweigert euch einfach der Wahrheit. Wir sind, wie wir sind, weil die Körper unserer Ahnen vom Abyss verdorben wurden. Der Abyss ist eine der dämonischen Dimensionen, wenn ich mich recht erinnere. Mit Pflanzen und Tieren macht er dasselbe. Es ist weder heldenhaft noch in irgendeiner Art und Weise besonders. Es macht uns weder besser, noch macht es uns würdiger. Angel Mythic Path. Die erste Auswahlmöglichkeit. Das Licht des Himmels zeigen. Was ist, wenn man kein Engel sein will? Na, ich mach's mal trotzdem. Passt ja irgendwie zu meinem Charakter. Das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, das ist unglaublich. Der Himmel hat euch wirklich gesegnet, Valeria. Tja. Vinwag starrt das göttliche Licht wie gebannt an. Diese Macht. Ist das Majestätischste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Sieht so die Sonne aus, Lan? Ja, sehr ähnlich, aber dieses Licht ist goldener. Lan löst mit Mühe seinen Blick von dem Licht. Häuptling Sultan muss das sehen. Nachdem wir jetzt die Macht der Engel auf unserer Seite haben, kann er nicht länger ablehnen. Er muss einen Trupp bilden, der das Labyrinth stürmt. Lan sieht dich flehend an. Euch Oberweltland sind ihre Kinder doch wichtig, oder? Helft uns, die unseren zu retten. Ohne sie werden wir nicht überleben. Und dann... Wenn wir gemeinsam gehen, sind die Gefahren des Labyrinths halb so schlimm. Dann finden wir einen Weg nach Kenabras. Boah, das wäre ja schon eine richtige Sechserparty, ne?
Gut, ab zum Häuptling. Gehen wir, wir nehmen den kurzen Weg. Nun ja, den einzigen Weg, um genau zu sein. What do we have here? Gut, hier gibt es noch was zu abzustauben. Ah, wir sind eine Fünfer-Truppe. Ja, da waren wir schon. Gucken wir noch mal schnell. Aber jetzt irgendwie eine besondere neue Fähigkeit habe ich nicht bekommen. Keine Zauber. Schutz vor Bösen. Gut, vielleicht war es das. Mystic Pass kann ich leider noch nicht auswählen. HD. Okay. Was sind die zwei denn für Jungs und Mädels? Rechtschaffen neutral. Zen-Bogenschütze. Ein Mönch. Ein Fernkampfmönch. Kann auch nicht zaubern. Aber wenigstens hat der Fernkampfmönch eine Fernkampfwaffe. Kannst du damit was anfangen? Jo. Und sie ist Kämpfer. Geradeaus finde ich gut. Aber sie hat keine Nahkampfwaffe. Weniger gut. Kriegt sie mal eine. Sie hat keine Rüstung. Noch weniger gut. Die ist zwar nicht doll, aber besser als nichts geht immer. Okay. Nach dem ganzen Gelaber mal abspeichern, damit wir das nicht nochmal machen müssen. So, Beweglichkeit. Hat er wohl verbockt. Aber er hatte eine recht gute Chance. Forget it. Thanks, Lam. You're so awesome, Lam. Awesome. Jetzt hat er es mal geschafft beim dritten Versuch. Und wir sind hier hochgeklettert in eine neue Ebene. Und wir haben Viehzeug. Was gut ist, dass wir jetzt jemanden haben, der vorgehen kann. Natürlich läuft ausgerechnet die eh schon verwundet ist vor. Und die ich nicht steuern kann vor allem. Gut. Also auf Dauer funktioniert das so nicht. Eine junge Riesenspinne. Jung, aber schon riesig und eklig. Oder riesig eklig. Untersuchung fehlgeschlagen. Aber eigentlich wollte ich die auch gar nicht untersuchen. Hier gibt es noch. Nochmal was. Ja, es gibt wieder eine Fliege. Zwei Fliegen. Jetzt müssen wir alles durchlesen. Alles Fallobst. Okay. Ein Besoar. Harry Potter war auch hier. The Mongrel did it. Okay. Nächste Ebene. Und gibt wieder Rüstung. Und diesmal ist es sogar eine nicht so junge Riesenspinne. No match for me. Ja. Hat mich auf jeden Fall verwundet, das Miststück. Stab leichte Wunden heilen. Sehr schön.
Gut. Wenn wir einen Stab leicht Wunden haben, dann kann sie doch mal einen Heilzauber rausschmeißen. Gut. Weil sie das so schön kann, kriegt sie dann auch gleich den Stab. Und ich hoffe, dass sie nicht gleich die Gruppe verlässt. Und wir setzen dann unseren Weg fort. Das Drehen könnte ein bisschen schneller gehen. Na, haben wir da was übersehen? Ja. So, und ich bin jetzt ja nun mal hier ganz vorne. Die zwei können wir ein bisschen verteilen. So. Und auf die Fresse. Eigentlich setze ich mich ja relativ unnötig hier der direkten körperlichen Gefahr aus. Vor allem, weil ich eigentlich nicht mal diejenige bin mit der besten Rüstungsklasse. Das ist zwar heldenhaft, aber eigentlich ein bisschen dämlich. Schicken wir sie doch mal nach vorn. Zwar auch in der Formation. Hat den weiteren Nebeneffekt, wenn mein Charakter niedergemetzelt wird, ist es zu Ende. Bei allen anderen gibt es dann, die stehen dann halt auf, wenn der Kampf trotzdem noch gewonnen wird. Die Spinne ist auch ein bisschen doof, die wollte an ihr vorbeilaufen. Okay. Exotische Waffe. Mönchswaffe. Meisterhafter Zweihänder. Kaltes Eisen hat meine Waffe. Kaltes Eisen ist aber vor allen Dingen gut gegen Feen und so was. Und wenn man es mal direkt vergleicht, Schaden ist gleich. Meisterstück, bla bla bla. Alles gleich. Dann soll sie auch ein Zweihandschwert haben. Die Mönchswaffe kriegt er für den Fall des Nahkampf droht. Schild kann er nicht benutzen. Sie hat ein besseres. Sie kriegt das. So. Leichte Armbrust, Meisterstück, besser. Schätze ich mal. War es zumindest eigentlich immer. War sie zu an den Werten, sieht man es nicht. Oder ist es hier und ich habe es noch nicht gesehen. Ja, der Angriff steigt. Das sollte ich mit dem vielleicht auch nochmal mal gegenchecken. Ja, tatsächlich. Dann heben wir uns das doch mal auf, falls wir mal einer Fee begegnen. So. Denn wie wir aus Pathfinder Kingmaker wissen, sind Feen nicht unbedingt nett. Onwards. Feenwesen. Venduak wirft Lan einen Blick zu, der gerade seine Bogensehne spannt, und kommt dann rasch zu dir herüber. Ihre katzenhaften Augen leuchten unter ihrer Kapuze. Hört mal her. Ich weiß nicht, wer ihr seid oder woher ihr kommt, aber wir zwei sind ja wohl die Einzigen, die noch klar sehen. Deshalb bitte ich euch, zeigt Sul das Licht des Himmels nicht.
Jetzt bin ich endlich halbgöttlich und darf es nicht zeigen. Warum denn? Lan ist sich sicher. Lan. Venurk verziert das Gesicht und stößt ein kehliges Knurren aus. Er will den Helden spielen. Sein erster Vorschlag, falls ihr euch erinnert, war es, mit dem Schwert ins Labyrinth zu laufen. Klingt das für euch nach einem guten Plan? Für mich klingt das nach Selbstmord. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass der Stamm auf ihn hören und ihm folgen könnte. Selbstmord ist für Helden immer eine Option. Meistens wissen sie nur nicht, dass es Selbstmord sein könnte. Ich dachte, ihr haltet das Mischvolk für große Krieger. Die Nachfahren großer Krieger. Ich glaube, dass das Mischvolk zu großem fähig ist, dass wir stark sind und vieles können. Deshalb wurden wir nach hier unten verbannt. Wir haben den Leuten Angst gemacht. Aber es ist eine Sache, in den Höhlen auf die Jagd zu gehen, aber eine völlig andere, ins Schildlabyrinth zu kämpfen. Venurk beugt sich näher zu dir. Ihre Pupillen weiten sich. Ich war dort. Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, mich vorzubereiten, damit ich es bis zum Ende schaffe. Anfangs waren wir noch eher Fährtenleser. Wir waren jung und dumm. Was sind schon ein paar Monster, wenn da draußen eine ganze Welt auf uns wartet? So dachten wir damals. Aber wir waren nicht vorbereitet. Das Labyrinth ist nicht nur eine körperliche Herausforderung. Es überlistet einen. Es lässt einen am eigenen Verstand zweifeln. Es ist tückisch und voller Gefahren. Es ist dunkel wie die Urnacht. Irgendwann fühlt man sich wie im Magen einer Kreatur, die einen bei lebendigem Leib verschlungen hat. Und die Luft selbst scheint einem das Fleisch von den Knochen zu nagen. Jo, und genau da müssen wir hin, ne? Venurk wendet ihren Blick ab. Ich musste aus den Fehlern meiner Freunde lernen. Ich musste über ihre Leichen steigen und weitergehen. Das will ich nicht noch einmal tun müssen. Aber es wird wieder geschehen, wenn eine Gruppe schlecht vorbereiteter Kämpfer in das Labyrinth stürmt, ohne den Hauch einer Ahnung, wohin sie gehen. Und das nur, weil Lan glaubt, ein leuchtendes Schwert könnte alle unsere Probleme lösen. Puh. Hat sie jetzt natürlich nicht ganz unrecht. Ne? Wir könnten die echt zu so einer Art Suicide-Trip da überreden. Fragen wir das nochmal. Ich will, aber ich werde nicht für einen Haufen törichter Kinder die Zukunft des Stammes riskieren. Häuptling Sul zögert und das aus gutem Grund. Auch er weiß, wie gefährlich das für den Stamm ist. Lan ist der Einzige, der von diesen kindischen Heldenspielchen profitiert. Wenn es nötig ist, gehe ich allein und finde sie oder was von ihnen übrig ist. Ohne Heldengetue, einfach nur auf mich gestellt. Dann riskiere ich nur mein Leben. Venurk senkt die Stimme. Ihr und eure Freunde, ihr könnt mitkommen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam durch das Labyrinth und finden den Weg an die Oberfläche. Ich denke darüber nach. Venurk nickt. Wenn ihr dem Häuptling das Licht nicht zeigt, führe ich euch durch das Labyrinth an die Oberfläche. Das schwöre ich. Gut. Dann möchte ich aber nochmal verlassen eines Ortes. Okay, wir kommen jetzt anscheinend aus diesem kleinen Mini-Dungeon raus. Die Karte sieht übrigens auch viel besser aus, als ich die Erinnerung habe. Hier haben wir noch irgendwas liegen lassen. Naja, wurscht. Kurz gucken. Neutral böse. Ja, natürlich die Frage, ob sie dann ihre Tipps hier jetzt so wirklich selbstlos gibt. Aber ganz unrecht, finde ich, hat sie nicht mit dem, was sie sagt. Mal gucken. Hier nochmal, wie man den Bug-Report benutzt. Also bis jetzt wäre das höchstens aus Übersetzungsgründen nötig gewesen, aber fand ich jetzt nicht so dringend. Schon ganz hübsch hier eigentlich, ne? March on. Ist wahrscheinlich alles handgezeichnet, so wie auch beim ersten Teil. Die konnten natürlich jetzt auf einer bestehenden Engine aufbauen. Muss nicht alles von neuem machen. Aber die, was die hier so zeigen, finde ich schon mal ziemlich interessant. Lust auf mehr. Dein erster
Eindruck des Mischvolksdorfs ist der eines armseligen Dreckslochs, einschließlich der entsprechenden Gerüche. Okay, die leben seit, weiß nicht, 70 Jahren oder noch mehr hier unten. Glühende Augen beobachten dich aus der Dunkelheit, ohne zu blinzeln, und zwischen den Hütten lungern deformierte Schatten herum. Du siehst einige Mischvölkler, die weiße, augenlose Fische ausnehmen, während andere Netze flicken. Alles Anzeichen eines ganz gewöhnlichen Dorflebens, doch in der Luft liegt eine angespannte Erwartung. Ein stämmiger alter Mischvölkler schuf dir, also da hätten sie echt ein besseres Wort finden können, schlurf dir entgegen. Die Haare auf seinem Kopf wachsen in schlaffen, dürren Strähnen und sein Gesicht ähnelt durch die hervorstehenden Zähne dem einer Ratte. Aus seiner Brust ertönt mit jedem Atemzug ein rasselndes Geräusch. Eines seiner Augen ist weiß und trüb vom grauen Star, das andere glänzt feucht. Oberwäldler. Der Entscheid hat wohl wahrlich begonnen. Entscheid? Häuptling Sull, wir haben das Schwert des Engels gefunden und wir haben denjenigen gefunden, der die es führen kann. Okay. Land zeigt mit dem Finger auf dich. Sie hatten eine Vision und nun ist das Schwert des Engels irgendwie in ihr. Versammelt den Stamm, jeder kann eine Waffe halten. Die Jungen leben noch, wir können sie retten gehen. Gucken, kann ich hier einen Bug-Report machen? Probieren wir jetzt einfach mal aus. Das sind hier zu hinterlassen, nicht? Wenn alle zugucken können. Gut, ist jetzt nicht mehr zu ändern. Aber machen wir jetzt mal nicht. Sie hat eine Vision, das hat man schon. Sul hebt seine Hand. Seine Fingernägel sind schmutzig und brüchig. Ah, Unschalan. Immer am Träumen, immer am Reden. Ihr Scheitschuh voreilig. Okay, ist also kein Tippfehler. Der nuschelt. Das tut euch nicht gut. Es wird euch noch einmal Ärger einbringen. Sul mustert dich von oben bis unten. Eine Oberwäldlerin mit dem Licht des Himmels. Das ist zu gut für uns. Uns passiert nichts Gutes. Es gibt immer einen Haken. Land vertraut den Leuten, weil er glauben mag. Nicht wahr, Land? Ich bin der Häuptling. Ich darf nicht glauben. Ich muss wissen. Zeigt mir das Licht. Venduak starrt dich intensiv an, wie eine Katze, die einen Vogel beobachtet, und schüttelt warnend den Kopf. Das wäre dann wieder der Weg auf diesem Engelspfad. Ich frage das hier nochmal. Da ist noch jemand. Gesund und munter und stolz wie ein V, genau wie ich. So lacht, kommt aber schnell wieder zur Sache. Es ist nicht gut. Zu viele Oberländer. Das ist nicht gut, nicht richtig. Was führt ihr hier im Schilde? Ihr gehört nicht zu uns. Wir sind nicht wie ihr. Wenn die Zeit kommt, kommen wir zu euch. Nicht ihr zu uns. Jo, Mist. Also. Das wäre die Variante. Die Vengu möchte, das ist das, was Lan möchte. Ich persönlich als Spieler bin eigentlich auch eher dagegen, die Völker hier das mit dem Licht zu verbergen und dementsprechend dann die nicht irgendwie in Gefahr zu bringen. Und mein Charakter als Paladin, der gerade der abstammt von einem Engel, der vermutlich genau diesen Pfad anstrebt, der gerade das heilige Licht in sich gesaugt hat, würde wahrscheinlich das hier nehmen. Gut. Aber immer noch habe ich als Spieler das Sagen, also nehmen wir das. Endlich sagt mal jemand etwas Vernünftiges. Ihr versteht das nicht. Es ist ein heiliges Licht. Es wird die Monster vertreiben, die im Labyrinth hausen. Lang senkt seine Stimme. Wisst ihr, ich glaube nicht an dieses Engelslicht, aber Sul tut das. Zeigt es ihm. Es kostet euch nichts. Er glaubt nicht dran. Na, dann erst recht nicht.
Lannwirbel schockiert zu dir herum. Einen Moment lang ballt er die Fäuste, als würde er die Wahrheit aus dir herausschütteln wollen. Doch er fängt sie schnell wieder. Ich weiß nicht, warum ihr lügt. Gewiss habt ihr eure Gründe. Aber ich weiß, dass es eine Lüge ist. Und ihr wisst es auch. Und Vendu weiß es auch. Lann wendet sich zu Venduak. Sag es ihm, Vendu. Venduak starrt ihn mit leeren Augen an. Ich habe das Licht zwischen den Felsen leuchten sehen und dann erlosch es. Lann hatte gesehen, was er sehen wollte. Warum tut ihr das? Weil sie neutral böse ist, Junge. Was? Die Wahrheit sagen? Ihr habt ein Licht in meiner Nähe gesehen und dachtet, das würde bedeuten, dass ich nun das Schwert des Engels besitze. Ihr habt euch geirrt. Es ist nicht nötig, andere Leute mit hineinzuziehen. Das ist mir zu hässlich hier. Vielleicht sage ich einfach lieber mal gar nichts. Ne? Reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ach, ihr und wenn, ihr habt alles miteinander abgesprochen. Ihr habt mich zum Narren gehalten. Lann lacht hohl auf. Alle sagten mir, sie wollten nirgendwo hingehen und niemanden retten, aber ich glaubte ihnen nicht. Ich gehe einfach immer einen Schritt weiter als Alan nicht. War Häuptling? Schön. Ich verstehe jetzt, wie die Dinge stehen. Ich muss nicht mehr überzeugt werden. Friede, Lann. Wunder sind nicht für uns bestimmt. Wir der Stamm, wir warten. Wenn ihr einer von uns seid, wartet ihr. Wir gehen nirgendwo hin. Oberländer, ruht euch jetzt aus. Dort drüben ist eine Hütte, dort könnt ihr rasten. Lann bleibt stumm, seine Augen zwischen dir, Sun und Vendor hin und her. Okay. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Es war das kleinere von zwei Übeln. Und nun ruht euch aus, damit wir voll bei Kräften sind, wenn wir ins Labyrinth gehen. Ich habe versprochen, euch an die Oberfläche zu führen. Das werde ich auch tun. Das will ich auch hoffen, wenn ich hier schon so rumliege. Und ein Stufenaufstieg. Schutz vor Bösen haben wir auch noch. Er hat uns jetzt nicht verlassen. Man sieht hier, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Durch diese Entscheidung jetzt chaotisch. Dann sind wir ein bisschen hier nach da drüben gerutscht mit unserer Gesinnung. Und ich weiß nicht, ob das hier genauso ist, aber früher bei AD&D, wenn ein Paladin seine rechtschaffen gute Gesinnung verloren hat, war auch kein Paladin mehr. Und da sollte man dann vielleicht schon mal ein bisschen aufpassen. Gut, Stufenaufstieg ist natürlich immer cool. Cool. Und ich bleibe natürlich hierbei. Ich Multiklasse jetzt nicht. Gut. So. Nur zwei Pünktchen. Zwei Pünktchen. So. Manche Sachen sind natürlich unter Umständen früher oder später wichtig für Prestigeklassen. Das weiß ich jetzt allerdings alles noch nicht. Schalten wir da nochmal eine neue Fähigkeit frei. Wahrnehmung können andere sicherlich besser. Ja, mal wissen, Arcanum mit. Also eigentlich muss man sich natürlich früher oder später spezialisieren. Das führt kein Weg dran vorbei. Ah, jetzt kriege ich Hand auflegen. Kann ich mit Berührung heilen? Eigene oder fremde Wunden? Göttliche Würde. Oh, sagt er mir nur nicht, was es bedeutet. Egal. Ist doch schon mal schön. Hand auflegen selbst. Hand auflegen andere. Anscheinend viermal pro Rast. Nice. So, und sie. Bleibt natürlich auch Paladin. Na, anscheinend muss man das einfach auswählen, wenn man da aufsteigen will, aber wir bleiben hier. Da war das Feedback etwas besser.
Sie ist sehr überzeugend. Das ist gut. Und soll das? Ich kann umverteilen. Habe ich etwa da das automatische Skillen für die Jungs an? Wissen Welt schadet nicht. Sie ist so beweglich wie ein Schrank. Sollte erstmal das da können. Und dann sehen wir weiter. Gut, da schauen wir doch mal kurz in die Optionen. Ich glaube, es war hier irgendwo. Vielleicht aber auch nicht. Hier sind die ganzen Pausensachen. Wo waren das mit dem Stufenaufstieg? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon gesehen habe. Das ist alles Kampf. Tierfett. Lustig. Natürlich toll mit dem Doppelschwierigkeit. Hier könnte es sein. Keine Ahnung, Mist. Ja, muss ich nochmal suchen. Also ich möchte natürlich alles selber leveln und das nicht irgendwem überlassen. Ich meine, ich kann anscheinend, hier werden anscheinend Punkte vorverteilt und ich kann sie dann selbst dahin packen, wo ich es möchte. Ich meine, das war schon okay. Das ist sicherlich auch wichtig hier. Aber magischen Gegenstand sollte jeder benutzen können. Ja, wählt also auch Fähigkeiten aus. Hexerei. Eisblume. Rüstungsbonus plus 2. Aura der Reinheit. Glück. Das ist ein netter Buff. Heilen. Kampfschutz. Oh Mann, zu viele Optionen sind auch nicht gut. Glück. Gegenteil von. Das kann ich alles noch nicht. Selbstschutz. Damit kann ich welche vertreiben. Das finde ich nicht, jetzt nicht ganz schlecht. Das nehmen wir jetzt mal. What's on your mind? I wonder. Okay, jetzt packen wir hier schon mal einen Segen rein. Und dann ist das wahrscheinlich eine Spezialfähigkeit. Ja.
Kein Zauber. Und er macht natürlich das Gleiche. Athletik, Beweglichkeit, Wahrnehmung. Jo, das übernehmen wir. Präzisionsschuss. Das ist gut für den Nahkampf. Oder genauer gesagt, ist das gut, weil Gegner, die sich im Nahkampf befinden, also auch mit meinen Nahkämpfern, dann gibt es diesen Malus nicht mehr. Ich glaube, das nehme ich eigentlich mal als erstes für Fernkämpfer. Weg des Bogens, Langbogen. Ja. Langbögen sind immer besser als Kurzbögen, meiner Meinung nach. Nehmen wir also so, wie es vorgeschlagen ist. Und dann leveln wir noch unsere kleine böse Kriegerin. ja, die könnte man jetzt zum Beispiel irgendwie multiklassen, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Okay, deswegen also Katze und Spinne, habe ich so noch gar nicht betrachtet. Okay, gut, sie ist beweglich, sie hat Wahrnehmung und sonst hat sie nicht viel. Irgendwie sind die alle nicht besonders intelligent, in Anführungsstrichen, also kriegen keine, nicht viele Skill-Boni. Was kann sie denn schon? Kernschuss, tödliche Zielgenauigkeit, Präzision hat sie schon. Gut, sie ist jetzt ja nicht unbedingt. Sie ist ja jetzt nicht unser Tank in Anführungsstrichen. Kampf mit zwei Waffen. Sie ist ziemlich geschickt. Ja, why not? Dann verpassen wir aber auch gleich mal eine zweite Waffe. Und wenn ich mich recht erinnere, ist da dann immer ganz gut, wenn man eine kleine Waffe dazu packt. Und da ist natürlich dann so ein Dolch schon mal nicht schlecht. So. Und wir dürfen uns jetzt ausruhen. Da hinten in der Rasthütte. Ich darf auch plündern. Speichern wir mal kurz ab. Denn ab und zu ist das, in manchen Spielen kommt das nicht gut und in manchen ist es egal. Ich nehme jetzt hier Scheiß mit. Ah, Gold brauchen sie anscheinend nicht, das ist denen egal. Und hier war ja noch einer, auch wie wir, von der Oberwelt. Wo ist der abgeblieben? Silberpulver. Da. Sehr schön. Haugus Gewärm. Ah, endlich menschliche Gesichter. Ein älterer Mann in teuren, aber nicht protzigen Kleidern kommt auf euch zu. Sein Gesicht ist übersät mit erst kürzlich verheilten Schnitten und Blutergüssen und zu einem Ausdruck extremer Unzufriedenheit verzerrt. Boah. Hat vielleicht Magenkrämpfe. Ich dachte, die ganze Stadt wäre verloren, dass ich den Rest meines Lebens hier unten verbringen müssen bei diesen. Er macht eine vage Geste in Richtung der Mischvölkler. Erlaubt mir, dass ich mich kurz vorstelle. Ich heiße Haugus Gewärm. Ja, der Gewärm. Klingt irgendwie wie Gewürm. Ihr habt gewiss von mir gehört, wenn ihr auch nur ein wenig Zeit in der Stadt verbracht habt. Ich möchte euch ein Geschäft vorschlagen. Auf jeden Fall ist er schon mal von sich überzeugt. Euer Name sagt mir aber nichts. Ach, ich wähle immer die Sachen, wo ihr am meisten vorlesen muss, habe ich das Gefühl. Ihr seid also wirklich ganz neu in der Stadt. Ihr hättet euch keinen schlechteren Zeitpunkt ausruhen können, das steht fest. Eben erst eingetroffen und die Schuld liegt in Schund und Asche. Ja, als ob das meine Schuld wäre. Ihr solltet wissen, dass ihr einen der reichsten und angesehensten Männer von ganz Kenabres vor euch habt. Den angesehensten Mann einer Ruine.
Ich bin vielleicht weniger bekannt als gewisse prahlerische Großmäuler, die ihr Leben damit zubringen, von einem Ball zum nächsten zu marschieren. Aber die Handelsgesellschaft Gwerm ist eine der Säulen der Stadt, damit ihr es wisst. Habt ihr den Marquisen auf dem Platz gesehen? Die habe ich bezahlt. Habt ihr beim Fest von den Köstlichkeiten gekostet? Die habt ihr Horgos Gwerm zu verdanken. Ehrlich gesagt, war von irgendwas Kosten das einzige von der Stadtquest, was ich nicht gemacht habe. Wie seid ihr gelandet, kann ich mir schon denken. Also, was für ein Geschäft. Ich weiß nicht, was an der Oberfläche gerade vor sich geht, aber ich bin entschlossen, es herauszufinden. Ihr habt wohl nicht vor, den Rest eurer Tage in diesem Dorf zu verbringen, nehme ich an. Wir müssen einen Weg zurück an die Oberfläche finden, in die Stadt, wenn noch etwas davon übrig ist. Ihr seid jung, stark, für euch ist das keine Schwierigkeit. Ich dagegen bin nicht mehr so kräftig, wie es einmal war. Ich kann nicht durch Höhlen kriechen und Kundschafter spielen. Mein Vorschlag ist simpel, führt mich zurück in die Stadt. Damit zahle ich euch 1000 Goldmünzen. Jetzt könnten wir ein bisschen gemein sein. Aber hier steht jetzt nichts davon, dass das irgendwie gegen meinen edlen Charakter geht. Also versuchen wir es mal. Okay, wir müssen gehen. Ja, meine Katze ist der Meinung, ich muss auch gehen, was? Nur zu, vergesst unsere Vereinbarung nicht. Wenn ihr einen Weg herausfindet, ja, dann sagen wir es ihm. Logo. Ich bin Paladin, Sie können mir vertrauen. Okay, ich würde mal sagen, wir müssen irgendwie zu unserem Häuschen da hinten rum. Nebenbei plündern wir dieses arme Dorf noch ein bisschen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Obwohl, ich bin ja kein Mensch, ich bin Asima. So. Ein bisschen mehr. Also, wenn ich eins gelernt habe. Ach, Onevia hat sich jetzt hier hingeplatzt. Wenn ich eins gelernt habe bei Kingmaker. Händel. Dann, dass man einfach zugemüllt wird mit allen. Und deswegen sollte man einfach nicht alles mitnehmen. Händler sind Pflichtstopp für jeden Level 1 oder 2 Charakter. Eine große Frau, deren Gesicht durch eine enorme Schwellung entstellt ist, grinst sich breit an und präsentiert dabei 2 Reihen scharfer Zähne. Okay, die hat dann Hai in ihrem Vorfahren. Ihr da von der Oberfläche müsst stark sein, wenn ihr es bis hier geschafft habt, dass ich das noch einmal leben darf. Nennt mich Dürer, lasst uns handeln. Warum seid ihr so begierig darauf? Weil hier unten alle nur noch wie die Tiere sind. Dürer schreit diesen Satz mit überraschender Wut heraus, bevor sie von einem Hustenanfall übermannt wird. Sie wischt sich den Mund ab und fährt fort. Unsere Vorväter leben in der Stadt wie ihr. Unser Volk liebt es, die Erinnerungen an Armeen, Ritter und Kreuzzüge zu schwelgen. Aber mich schert das alles nicht. Jeder Wilde mit einer Keule kann einen Krieg führen. Aber nur zivilisierte Leute können kaufen und verkaufen. Und andere dabei übers Ohr hauen. Nicht zu vergessen, das ist auch eine Errungenschaft der Zivilisation. Sie haben alles vergessen, was Handel ist. Sie haben das Wert von Gold vergessen. Sie tauschen Felle gegen Pflanzenwurzeln und schwärmen von den Heldentaten der Kreuzfahrer. Wen jucken denn die? Ich brauche keine Gedächtnisstütze. Ich habe Münzen und ich habe Dinge zu verkaufen. Und jetzt handeln wir wie echte Stadtbewohner. Zack. Ihr klingt wie ein wahres Kind Avatars. Wer ist das denn jetzt wieder? Noch nie von ihm gehört. Aber da ist der Gott der Städte, der Schutzherr der Hände, des Handels und der Zivilisation. Mhm. Nachdem sie das gehört hat, nickt sie ernst. Ja, das nenne ich mal eine echte Gottheit. Hat nichts mit nutzlosen Taugenichtsen zu tun, die Schwerter schwingen. Hey, Moment. Serenrel, Yomede, 2 Paladine, 2-mal beleidigt? Super. Wie habt ihr das ausgesprochen? Aber da, ich werde zu ihm beten. Vielleicht hilft er mir ja, einen echten Markt zu besuchen, wenigstens einmal im Leben. Und dann fragen wir doch nochmal, wer sie ist. Die Leute hier haben viele Namen für mich. Dürer die Hamsterin, Dürer die Münze, Dürer das Stadtmädchen. Als wäre das etwas Schlechtes. Ich sammle hier unten in Höhlen in meinen Netzen allerlei Dinge, die durch die Kanalisation heruntergespült werden. Gegen Essen und Kleider tausche ich allen möglichen Unrat ein. Aber meine besten Fundstücke gibt es nur gegen Münzen. Habt ihr keine Münzen? Habt ihr vergessen, was Geld ist?
Tja, dann habe ich keine Verwendung für euch. Wer Stadtwahlen will, muss dafür mit Gold bezahlen, wie die Stadtbewohner. Dann tun wir ja doch den Gefallen. Weil den kann ich dann schon mal ein bisschen Scheiß verkaufen, den ich so eingesammelt habe. Alles, was nicht steht, dass man es zum Kochen oder sonst was braucht oder essen kann, kommt jetzt erstmal weg. Viel ist es eh nicht, das nicht. Kann man sortieren. Natürlich kann man. So, und was hat sie denn? Sie hat Waffen. Sie hat Rüstung. Hat sie eine schwere Rüstung? Köcher mit Pfeilen aus kaltem Eisen. Cool. Gegen Dämonen und ja, Feenwesen. Gegen Dämonen ist natürlich nicht schlecht. Aber wenn wir mit Level 2 einem echten Dämon begegnen, brauchen wir die Pfeile nicht mehr. Schriftrollen 999. Das ist nichts, was wir jetzt gerade brauchen. Mutierter Fisch, geil. Schriftrollen, wenn wir einen Magier hätten, könnte der die jetzt lernen. Ansonsten ist mir mein Geld dafür eigentlich zu schade. Nee. Die wären cool, aber habe ich jetzt im Moment noch nicht so Bedarf. Dann handeln wir halt einfach mit dem Verkauf. Wunderprächtig, wunderbar. Zack. Alles nichts wert. Verstopft nur. Hier können wir uns ausruhen. Was dann auch bewirkt, dass unsere Zauberer oder unsere Zauberin ihre neuen Sprüche drauf kriegt. So. Shiny Chitin. Da ist offensichtlich, würde ich mal sagen, ein Bug. Denn das soll sein Schriftrollen zeichnen und nichts, was man benutzen würde für einen Trank. Gut, passen wir doch mal. Es wird Zeit. Wir brechen jetzt auf. Land kommt uns nicht in die Quere. Ach, der ist jetzt weg. Venduakt atmet tief durch die Nase ein und kneift konzentriert die Augen zusammen, als würde sie versuchen, die Luft zu schmecken. Auch nur den kleinsten Hauch eines Geruchs zu entdecken. Schließlich nickt sie. Land kommt es nicht in die Quere. Wo ist er? Auf dem Weg in seinen Tod, wenn er entschieden hat, es allein zu versuchen. Oder vielleicht ist er irgendwo in einem Loch und weint darüber, wie einsam er doch ist. Mir ist es jedenfalls gleichgültig. Okay. Neutral böse war ihre Gesinnung, das passt. Wollen wir Horgus und Anevia einfach hier lassen? Euch alle gleichzeitig hinauszubekommen wird schwierig. Die verletzte Frau sich sollte erst einmal erholen. Glaubt ihr etwa, mir gefällt es, dass Oberwelten in unserem Dorf sitzen? Aber zu versuchen, eine Verwundete durch das Labyrinth zu schleppen, wäre Selbstmord. Und von dem anderen fange ich gar nicht erst an. Der bewegt sich keinen Schritt, wenn wir ihn nicht auf einer Bahre tragen. Habt ihr mit einem Schaf zugesehen? Glaubt ihr etwa, ich sehe mir gerne Oberweltler an? Ich habe etwas Besseres zu tun. Denkt bloß nicht, ihr werdet etwas Besonderes. Doch bin ich. Ich habe ein heiliges Schwert gegessen. Mal gucken. Einziger Weg. Sehe ich aus wie jemand, der nicht weiß, wovon er redet? Ja, ich bin mir sicher. Es mag auch andere Wege geben, aber nicht hier in der Nähe. Ich habe es noch nie ganz durch das Labyrinth geschafft, aber ich habe jedes Mal die Veränderungen in der Luft gerochen. Wer das nicht kann, der hat dort nichts verloren. Der ist so gut wie tot. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr gern warten, bis ein anderer Führer auftaucht. Aber außer mir bringt euch niemand dorthin, wo ihr hin müsst. Die Frage ist relativ dämlich, aber ich frage es trotzdem mal. Euch hier rauszubringen. Ich halte mein Wort. Venduak blickt sich um. Jetzt ist es still, das Dorf hat sich beruhigt. Ich kenne den kürzesten Weg zum Labyrinth. Wir nehmen ein Boot. Niemand wird uns sehen. Wollen wir die verschwundenen Mischvölker immer noch retten? Was? Ach, die
Ja, wahrscheinlich sind sie schon tot, aber wenn wir unterwegs sind, wenn wir begegnen, gehen wir ihnen gewiss nicht einfach weiter. Letztlich gehören sie dem Stamm. Ja, und noch etwas. Ihr hättet nicht auf mich hören müssen, aber das habt ihr. Das heißt, dass ihr wahre Stärke in euch tragt. Wer stark ist, kann die Wahrheit ertragen, auch wenn sie ihm nicht gefällt. Die Wahrheit war auf meiner Seite. Was ich sagen will, wenn du sie zu Boden. Danke. Ihr habt den Stamm vor einem dummen Fehler bewahrt. Sie sind nur wegen euch noch am Leben. Jetzt gehen wir zu den Booten. Okay, das passt mir jetzt nicht so wirklich in den Kram. Gut, denn ich habe ja immerhin dem einen Typen mein Wort gegeben. Und die Bogenschützen würde ich jetzt eigentlich auch nicht einfach so im Stich lassen. Und das ist der Ausgang dahin. No stopping now. Durch das Ungedre. Man ist irgendwie so gewöhnt, dass die Karte auf die gleiche Blickrichtung ausgerichtet ist. It is done. Was natürlich nicht der Fall ist hier. Jetzt gehen wir mal. Wo kann ich das so auswählen? Nee. Aber ich kann halt über die Karte mich auch bewegen. Jetzt schauen wir mal, ob die da vielleicht noch rumhängen. Also sie mag ja recht gehabt haben mit der Geschichte hier, dass man da nicht überstürzt hin soll, aber jetzt die Leute hier einfach im Stich lassen, das ist nicht so meins. Zu dieser Tragödie wäre es vielleicht nicht gekommen, wenn ihr weniger Zeit damit zugebracht hättet, ehrliche Bürger auszuspionieren und mehr Zeit damit, die wahren Spione und Dämonenanbeter aufzuspüren. Okay, die sind gute Freunde. Genial, warum bin ich nicht darauf gekommen? Jetzt müssten uns die Kultisten nur noch sagen, dass sie Kultisten sind. Dann müssten wir keine Zeit damit vergeuden, ehrliche Bürger zu untersuchen, die direkt vor unserer Nase Spion spielen. Ja, Punkt für sie. Sitzen ein Stück weit voneinander entfernt und keifen sich gegenseitig auf eine so beiläufige Weise an, wie sie nur unter alten Bekannten möglich ist, die sich gegenseitig nicht leiden können. Was macht das Bein? Nun ja, ist noch nicht abgefallen, das ist schon einmal gut. Sie haben mich ordentlich verbunden und irgendein stinkendes Zeug auf die Wunde geschmiert. Ich werde also wohl überleben. Sie sagt, ich soll einen Tag warten, dann sei es wieder so gut wie neu. Also warte ich es. Was ist darüber los? Vielleicht existiert die Stadt nicht mehr. Wenn selbst Deskari verschwunden ist, wer weiß, wie schlimm die Dinge dann stehen. Könnt ihr vielleicht noch ein wenig warten, bis ihr unsere Nachrufe verfasst? Die Stadt ist voller Kämpfer. Und zudem ist nur ein Steinwurf von Nerosian entfernt. Ich glaube, unsere Leute werden lang genug durchhalten, bis die Königin Verstärkung schickt. Das ist nicht Deskaris Revier. Er muss sich zurückziehen oder die gesamte mendewische Armee abwehren. Boah, wenn man mal so sieht, was der mit dem Drachen gemacht hat. Was ist das mit dem bösen Blut? Es ist eine alte Sache. Fräulein Tirabade hier kam irgendwie auf den Einfall, mich auszuspionieren und dann meine Waren zu durchwühlen. Ich frage euch, sehe ich aus wie ein Kultist? Nee, nur wie ein Geldsack. Kultisten sehen meistens nicht aus wie Kultisten, wisst ihr? Das ist das grundsätzliche Problem. Und ihr, werter Hokus Gwerm, habt in der Stadt einen geheimen Handel aufgezogen, einen riesigen Schmuggel mit, was war es doch gleich? Ach ja, magische Waffen. Ja, wieso hat er keine dabei? Hallo? Woher sollte ich denn wissen, dass das ganze Geschwafel mit den Mittelmännern nur dazu diente, dass ihr dem Kreuzzug anonym Material spenden konntet? Ach, ein Gutherziger. Versteht ihr denn nicht, ich habe einen Ruf zu wahren, der mir äußerst lieb und teuer ist. Horgus Querm ist ein abgebrühter Geschäftsmann, keine gute Fee aus einem Märchen. Ja, meine Stadt liegt mir am Herzen. Ja, ich wollte, dass ihre Verteidiger, meine Verteidiger, gut genährt, gesund und gut bewaffnet sind. Aber es wäre undenkbar gewesen, diese Spenden offen zu tätigen.
hätte ich ebenso gut ein Schild an meine Tür hängen können, das alle Schmarotzer, Schnorrer und Parasiten der Stadt hier reinbittet. Ja, gut sein ist schlecht fürs Geschäft. Ich danke euch, dass ihr den Kreuzzug unterstützt. Ihr seid recht anständig, ehrlich. Aber in einer Stadt, in der es von Kultisten wimmelt, Geheimgeschäfte abzuwickeln, ist fürchterlich lästig für uns gute Leute, deren Aufgabe es ist, so etwas im Auge zu behalten. Also sie ist anscheinend so die lokale Geheimdienstchefin oder sowas. Was haltet ihr von den Mischvölklern? Ich dachte, es wären nur Geschichten, wie die Säufer in den Tavernen sie erfinden. Und jetzt erfahre ich, dass alles wahr ist. Tja, was soll ich wohl von ihnen halten? Die armen Geschöpfe sind höchst bedauernswert, wodurch ihre Gesichter und ihr Verstand so deformiert sind. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt am Leben sind. Was ich einfach nicht begreifen kann, ist vor allem, dass sie die Nachfahren der ersten Kreuzfahrer sind. All die Jahre über haben sie unter unseren Füßen gelebt, in Höhlen, im Schmutz. Hätte ich gewusst, dass die Legenden wahr sind, hätte ich mein Leben der Aufgabe gewidmet, sie herauszuholen. Du siehst noch recht jung aus, du kannst noch was tun. Zu welchem Zweck? Die Bürger von Kenabres hätten sie augenblicklich gesteinigt und Prälat Hulrun hätte sie in Scharen auf den Scheiterhaufen werfen lassen. Ja, so macht man das in der zivilisierten Welt. So schlimm uns diese Welt auch erscheinen mag, sie ist ihre Heimat. Was glaubt ihr, wie lange sie an der Oberfläche überlebt hätten? Dann fragen wir doch mal, was die an der Oberfläche machen wollen. Ich gehe nach Hause. Soweit ich weiß, besitze ich immer noch ein äußerst komfortables Anwesen. Ich will nachsehen, ob es noch steht oder ob ich obdachlos bin. Ich werde Irabet finden. Sie ist meine Frau und die Anführerin der Adlerwacht. Solange sie lebt, wird sie nicht zulassen, dass Kenabres fällt. Also ist sie doch nicht die Chefin. Aber sie ist schon eine Sie, ne? Also ein sehr diversifiziertes, gendermäßig korrektes Rollenspiel, offensichtlich. Wir müssen gehen. So, dann geht und verschwenden können Zeit, bla bla bla. Passt auf euch auf, bla bla bla. Also kann ich die gar nicht mitnehmen. Na gut, das erleichtert mein Gewissen. Aber ich denke, das ist dann jetzt trotzdem eine recht gute Gelegenheit. Ich werde das jetzt hier nicht alles abgrasen. Eine recht gute Gelegenheit, einen Cut zu machen. Und zwar diesmal einen, den ich auch wirklich machen möchte und nicht der durch meine zusammenbrechende Internetverbindung verursacht wird. Und an dieser Stelle einmal vernünftig abzuspeichern und dann an dieser Stelle weiterzumachen, wenn ich Lust habe, wann ich Lust habe. Und dann schiebe ich das Ganze auch noch auf den normalen YouTube-Channel hoch. Ja, mein erster Eindruck fällt auf jeden Fall schon mal sehr positiv aus. Ich habe auf jeden Fall Lust, das Spiel weiter zu spielen. Wenn ich das nächste Mal einen Livestream mache, muss ich mir aber auf jeden Fall ein Glas Wasser hier hin tun. Und die Stimme ist schon ein wenig am Versagen. Deswegen ein weiterer Grund, jetzt aufzuhören, mich zu verabschieden und zu sagen, alle, die dabei waren, die es gesehen haben, kommt doch gerne wieder. Und ansonsten macht's gut und ciao.